Oh. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hast du schon? Wir wissen es aber noch nicht so hundertprozentig. Jessica ist tot. Starkes Kapitel, absolut. Du wirst dafür büßen! Ja. Mach das auch. Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh, Spaß. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Wer soll das sein? Enthüllung. 3 Stunden bis zum Morgen. Gegen was kämpft er da? Wow! Was? Was hat er mit runtergeschmissen? Oh, eine Wasserflasche aus, oh, oder was? Shit. Oh Mann! Ja, die Klamotten! Shit! Wie war ich? Ah, durch Fackel. Oh mein Gott. Okay. Ja, Mutti, Matt ist leider. Er ist nicht mehr da. Leider. Matt hat sich hängen lassen. Okay, ich sehe. Oh, warte mal, nicht hier so ein. Jawoll, tut er. Was denn? Ein Totem. Achso. Ja. Schön, ich nutze. Glückstotem, okay. Hat man jetzt gerade Mike gesehen, wie er ihn erschossen hat? Und sich danach geärgert hat oder wie er nicht jemanden erschossen hat? Ich glaube, er hat nicht jemanden erschossen. Und sich vor Wut umgedreht hat. Genau. Vor Frust. So, was ist ja überhaupt kein unheimlicher kleiner Stollen, durch den wir krauchen hier die ganze Zeit. Ich würde echt gerne wissen, was mit Jessica passiert ist, weil ich glaube, also wir haben sie, ihre Leiche noch nie gefunden. Also, ne? Was ist denn bitte? Okay, hier muss es lang gehen. Nein. Da war der Arm her. Oh. Was ist das? Die Krabbel hat wirklich das denn? Komm um. Okay. Ja, nach links. Oder was? Ja. Nach links. Alter! Na greif und so und los und auf, Mann, du warst doch Mensch! Zieht euch! Oh. Oh. Was war das? Zusammen, Emma. Shit. Ja, Kralle hinter uns, Kralle hinter uns! Oh Gott! Nicht mit den Freunden, don't move. Er hat gemoved. Er hat gemoved, Alter. Ja, wo ist der Spind, wenn man ihn braucht? Ja. Oh, es kommt schon. Ich hab keine Ahnung, ob der Typ ist oder schlecht. Oh nein! Schlecht!
Oh, Scheiße! Knappe Kiste! Oh nein! Also wer schon mal Internetvideos gesehen hat, weiß, wie böse das jetzt in die Hose geht. Alle Knochen jetzt nicht gebrochen. Alle Knochen. Aber wir sind draußen. Tough. Tough, Alter. Rudi schreibt es richtig. Big Time Steve macht's spannend. Wieso? Ja, weil bei dem ersten Mal hast du ja den einen Dings verkackt gehabt. Wo sie fast in die Dings reingerutscht ist. Achso. Das ist aber nochmal... Gerettet. Aber was sind das für Viecher jetzt? Ist das so ein bisschen wie bei House of Ashes jetzt? Hängt das zusammen? Und ist weg. Und auch Kinder von Pazuzu? Oh, was jetzt? Jetzt mach schon die Tür auf! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Die Tür zu, oh mein Gott, mach die Tür zu! Pet-Steuer halten funktioniert echt gar nicht. Ich kann den Pet nicht bewegen. Er lag. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast dich am Spieß gedrückt. Aber? Warte, ich hau etwas. Matt, setz dich. Da draußen ist was. Hat ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Schluss. Monster! Bist du verwirrt oder besorgt? Ich bin verwirrt. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. War es ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, Josh. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Ich bin immer noch verwirrt. Naja, aber beantworte erstmal die Frage, Benny. erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow. Welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komme nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot. Also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Was war eigentlich hier? Du bist da. Oh Gott, Mike! Nicht bei Josh bleiben? Was? Ja, was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Vielleicht auch die Park Ranger, die ihr gerufen habt? Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Vielleicht die Gollums aus den Minen? Gut. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Oder der Mann mit dem Flammenwerfer. Ich raff nicht, was jetzt er hier macht. Ja, das ist der Typ mit dem Flammenwerfer. Ich sichere die Tür. Vorschlag. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ja. Okay. Ich hoffe, er ist nicht trigger-happy. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Schon weggenommen, das Ding. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte.
Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meinen Sie wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Was fasselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Ist der Typ dabei? Ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt ihr alle und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Also ganz ehrlich, ich würde Josh nicht holen. Eben eine kurze Frage. Wer von euch hat The Walking Dead gesehen? Da gibt es doch einen Charakter, der, ich komme gerade auf den Namen nicht, der leicht autistische Wissenschaftler-Typ irgendwie, der mit der Fukuhila. Das ist da der Schauspieler von dem, oder? Bianca, weißt du, wie heißt der? Der wurde immer beim Nachnamen genannt. Glubig, oder? Wie heißt der? Eugene, richtig. Ist das Eugene? Der Schauspieler? Der kommt mir nämlich so tierisch bekannt vor. Kein Plan, wie er geschrieben wird. Ja, ja, aber na, Eugen. Eugen wird das geschrieben. In Deutschland Eugen, in Amerika Eugene. Aber ja, es ist Eugene. Ah, gut, jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen nachher. Das hätte mir sonst auf der Seele gebrannt. Dieses Ende richtet sich auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen. Das, was Ganz sterben nicht. Soll. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Oh! Wie schön, Benny! Wir sehen uns dann. Ja, siehste. Hab ich geküsst. Ist auch aus der Freundeszone raus. Erstmal. Also, Sie erst. Sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Sie mögen kein Feuer. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer.
Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Also, wir haben es jetzt also mit Wendigos zu tun. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Alter. Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Okay, das ist nicht der Schauspieler von Walking Dead, schreibt Mutti. Naja, sah halt sehr ähnlich, fand ich. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Sei denn, du hast keine andere Wahl. Oh nein! Tja, weg und ein bisschen Blut, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er tot ist, Ben. Ich auch nicht, aber ich würde jetzt mal suchen wollen. Es ist zu spät. Still! Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Da hinten hängt er was? Lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Okay. So los, gut. Ja. Echt? Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Okay, lauf doch nicht ohne mich los. Aber wenn Josh weggerannt wäre, wüsste ich. Don't move. Ganz leise. Warte hoch. Ja. Ja, perfekt. Halten. Ja. Sehr gut. Lauf! Los! Gott, was ist das? Gott, verdammt! Wir sind zurück, der Chile. Wir müssen weg hier! Oh Gott! Ja, dann nimm den Flammenwerfer. Oh, okay. Oh, Scheiße. Man hätte keine, mal jetzt auch auf den Medizinkanister schießen können, aber das hat ja, glaube ich, nicht viel gebracht, ne? Ah, fick dich! Ach du Scheiße, Alter. Hört mich damit. Scheiße! Es sind Glastüren, Mann, Alter. Es sind Glastüren. Oh mein Gott, was ist passiert? Wir müssen weg. Das Ding war direkt hinter mir. Los, kommt durch die Scheibe durch. Scheiße, Alter. So kacke, Alter. Wir sind so am Arsch. Wie viele gibt's denn davon? Ugly motherfucking son of a bitch. Oh mein Gott, Mika. Leute, Gott sei Dank, Hotel. Wo wart ihr so lange? Kanister wäre besser gewesen wie ein Feuerschaden, oder? Wahrscheinlich ja, aber... Ich hab erstmal auf dich geschossen, was direkt passiert? Auf mich zugeflogen ist. Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss. Jemand wird uns retten. Morgen früh. Ich wollte gerade sagen, es ist doch kurz vor Sonnenaufgang. Ja, ich meine, oder?
kann mich nicht konzentrieren. Wenn die so dasteht. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Das ist nicht fair. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das absolut machen das ist die Lust, Tasche Mike? Dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl. Mit getrocknetem Blut überall. Als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts, ehrlich, es spielt keine Rolle. Wo du, Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Rausgehört. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke und es ist nicht. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily. Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. So passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann wirst du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Du musst nicht stimmen, oder? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Das muss doch gar nicht so passieren. Das wäre doch kein... Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Ich sperr sie doch einfach irgendwo ein, oh, ist okay. Oh, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Schieß sie, genau, Vater. Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nicht für uns. Mich, tu das nicht! Lass doch nicht. So leid. Töten kannst du dich doch eh nicht. Hast du gehört, nur mit Feuer. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Also es wären ja auch selbst wenn nur Platzpatronen gewesen, oder was? Wir haben doch jetzt nicht plötzlich Patronen bekommen, oder? Du hast da einen Revolver, witzigerweise. Beobachtet du hast nicht die automatische Waffe. Wo haben wir die plötzlich her? Das weiß ich auch nicht. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Oh, Ashley wird ein bisschen creepy jetzt so langsam irgendwie. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es ist gut, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Oh nein. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wollen wir jetzt die Waffe nehmen?
mal wieder was Schönes zum Vorlesen für den Steve. Nur der wenige. Kerl ist ja richtig besessen. So viel dazu. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen, wenn die nicht mit V geschrieben. Achso, und wir haben ja auch eine Frauenstimme und das tut mir leid, die muss natürlich ein bisschen höher klingen. Das, ja, das muss ein bisschen nach oben. Da muss ein bisschen nach oben der Luft sein, ja. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin die Einzige, die es je gelungen ist. Achso, das ist ein Mann, der das liest, das ist doch totaler Quatsch. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaun zu halten. Halte dich an diese Worte, oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das ist eine lange Geschichte. Geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurden auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten nach ihren Jagdgründen woanders. Ihre Jagdgründe waren anders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Sinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagten, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht... Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bewegung. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Hier ist übrigens so die die YouTube-Variante, so. Falls die Leute keinen Bock haben zu vorlesen, gibt's doch mal so einen Shortcut. Also, die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren. Aber ein Gewehr kann ihn vor Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihn nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versucht nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Denn durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer an Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jedem, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach den anderen fing ich diese Plage ein, die den Berg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Warte mal kurz, nicht, dass er gleich wieder sagt, ey, guck mal, wir können hier Steine schmeißen. Ja, jetzt sagt sie wieder nichts mehr. Nein. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel mit Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaun. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos.
Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Oh. So, na, dann haben wir aber Schwein gehabt. Nein, nein, nein. Mann, Mann, Mann. Was steht denn? Was steht da?